Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Wieder mit mir, meine Wenigkeit und so, ne? Kennst du? Ja, wir werden jetzt mal ein bisschen. Erstmal, wenn man das Vorbesteller-Set natürlich öffnen. Ist schon klar. Gucken, was da wieder so drin ist. Juan Mata, jawohl. Ja, geil. Läuft. Warte mal. Oh, jetzt habe ich natürlich eine SMS bekommen. Ja, tun wir erstmal alles an Verein senden, genau. Und gucken wir gleich mal, welches Team wir ausgewählt haben. Ich weiß gar nicht mehr, was wir eigentlich letztes Mal aufgehört haben. Keine Ahnung. Und dann ziehen wir hier nochmal welchen von den normalen Packs. Mal gucken, was wir da so rauskriegen. Naja, ist ja nun nicht das Wahre, ne? Schnell weg. Weg damit. So, und ich nehme heute wieder am Donnerstag auf, also quasi nach dem Champions League nach dem Champions League Hinspiel von Schalke 04, und wir haben Pujol gezogen, jawohl. Und ja, da würde ich mal sagen, haben die Schalker ordentlich einen auf die Fresse gekriegt, aber gut, war auch eigentlich nicht anders zu erwarten, also dass sie, ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass sie, sage ich mal, halt dann Chancen haben gegen die Jungs, gegen die Königlichen. Also ich glaube, es hat, ach Quatsch, was muss ich da? Spieler austauschen. Liga, Barclay. Mein Verein durchsuchen, jawohl, den wollte ich da rein. Ja, pass auf, dann wechseln wir mal eben. Nee. 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 Das auch nicht. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Nee, das sieht doch schon viel besser aus. Ja. Und dann kommt hier der Juan Mata rein. Haben wir denn für ihn? Wir probieren es jetzt mal so. Und dann teste ich mal den Juan Mata direkt mal aus. Mal gucken, was er so leistet. Oder was er zu leisten ist. Weil wir ja unsere ganzen Dings hier wegkriegen. So, der Defoe kommt mal wieder rein hier. Ja, pass auf, dann starten wir jetzt direkt mal durch. Aber
haben wir eigentlich schon ein Spiel haben wir schon gemacht und das haben wir sogar gewonnen. Ja, geil. Ach so, jetzt ist. Ach, Ramsey ist verletzt, okay. Ja, sorry, vorhin nicht gesehen. Unseren Suarez. Gehen wir mal eine Fitnesskarte. Auch wenn er das nicht nötigt hat, aber trotzdem. Weil hier sind auch ziemlich viele Spieler angeschlagen. Hätten wir dann noch Auswahl zu wechseln? Nee, hätten wir dann nicht. Okay. Das wäre natürlich nicht so schön. Ach, Vertrag brauche ich doch gar nicht. Das brauche ich. Pass auf, dann wechseln wir mal ein bisschen munter durch hier, weil die sind alle ziemlich, ja, müde, ne? Die Innenverteidigung lassen wir mal so und dann wollen wir mal spielen. So, mal gucken, was unser Juan Mata so bringt. Jetzt bräuchte ich natürlich noch einen Gegner. Und jetzt kann ich euch mal ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich gestern Assassin's Creed aufgenommen. Also dann, also wenn ihr die Folge seht, wird es schon draußen sein. Das wird dann jeden zweiten Tag, auch wieder um 19 Uhr, so wie FIFA, mal halt nicht am gleichen Tag, ist klar. Und ja, jetzt weiß ich natürlich auch um Gegner. Und ja, schaut doch mal da vorbei. Also, es ist ein echt interessantes Let's Play. Und ich kann es auch jedem nur empfehlen. Mein Gegner hat die Partie verlassen. Den Juan Mata werden wir dann später noch Dings drauf geben, also irgendeinen Schmiedstil. Da muss ich nochmal überlegen, welchen ich den da gebe. Welche habe ich denn überhaupt? Ja, das muss ich auch gleich mal gucken. Guck mal, da ist das. Einer, der mit uns spielen möchte, mit seinen. Machen wir das so. Ich denke mal, ja, Bundesliga ist klar. Hat auch keine schlechte Mannschaft. Zwar keine gute, aber auch keine schlechte, so ein Mittelding eher. Und dann wollen wir jetzt mal anfangen zu spielen hier. Oh, seine Fitness ist richtig im Arsch. Das könnte ein Vorteil für uns werden. Weil seine Fitness ist so dermaßen im Arsch. Und wunderschön gespielt. Oh. Oh ja, seine Fitness ist richtig derbe am Arsch. Also, okay, wir sollten natürlich jetzt nicht so, sag ich mal, den Spielern auf leichte Schulter nehmen. Aber seine Fitness ist ziemlich im Arsch. Ja, es war nicht so gut. Es war keine gute Ecke. Ach Scheiße, ich dachte, der wäre gar nicht mehr. Ich dachte, der wäre noch gar nicht im Tor. Deswegen. Eigentlich dürfte es kein Problem sein, für uns heute hier zu gewinnen. Aber schauen. Ja, und Schalke hat natürlich richtig, sag ich mal, einen auf die Fresse gekriegt. Und da ist das 1:0 durch Juan Mata. Jawohl.
Doch, ein Tor hat er schon. Ob du es glaubst oder nicht. Ah, oh, schade. Lukas Leva. Jetzt fehlt er natürlich hinten. Gucken, was unser Gegner daraus macht. Oh. Gut noch abgeblockt. Gut noch den Fuß dazwischen gekriegt. Das war wichtig. Und ansonsten weiß ich. Und Suárez mit dem 2:0. Da war der Torwart natürlich machtlos. Aber Schalke, ich fand gestern, Schalke hat gar nicht mal so schlecht gespielt. Also, aber sie haben halt nach dem 2:0 komplett aufgehört. Also die ersten 15 Minuten gingen eigentlich, aber danach war Tothose. Und ja, so scheint es ja dann so, als wären Bayern und Dortmund die ersten oder die einzigen auch, die weiterkommen. Weil Leverkusen hat ja auch erstmal 4-1, 4 Dinger gekriegt. Und ja, ich denke mal, das aufzuholen wird schon extrem schwer. Ah, scheiße, hätte ich eher passen müssen. Ah, schade, Suarez aus der Distanz. Also wir sind jetzt, glaube ich, Liga 6 sind wir und ja, ich denke mal, wir werden jetzt noch keine Probleme kriegen, erst später, denke ich mal. Ein bisschen tricksen. Ah, schade. Also seine Fitness ist richtig im Arsch. Das kann man anders gar nicht sagen. Und heute Abend kommt noch eine FIFA-Folge. Ich habe eigentlich, wollte eigentlich vorher schon lupfen, aber egal. Und dann kommt übermorgen noch eine und dann kommt die Folgen, die ich jetzt aufnehme. Weil ich habe immer, sag ich mal, eine Folge mindestens auf Reserve. Das ist auch ganz gut so, wie ich finde. Also ich, weil dann brauche ich mich nicht so abzuhetzen beim Rennen und bearbeiten und so. Und jetzt steht es immerhin 2:1. Also. Wir müssen ja mal gucken, welche Münzen, wie viele Münzen wir eigentlich schon haben. Damit wir dann mal. Jawohl, 3:1. Durch Jermaine Defoe. Damit wir auch mal ein bisschen was nachrüsten können. Oh.
Ja, faul für mich, für ihn. Und Jermaine Defoe macht das nächste Tor. Der wäre auch, glaube ich, so reingegangen. Boah, der hat halt auf einmal so einen Drall drauf gehabt. Na komm. Und ich muss mal gucken, ich habe ja jetzt vorhin vor der Aufnahme noch ein bisschen was verändert am Mikrofon. Die Lautstärke ein bisschen runtergedreht, weil damit ich das Rauschen ein bisschen mehr wegkriege. Also halt eine bessere Audioqualität und ne, wisst ihr Bescheid. Das Rauschen werde ich wohl nie ganz wegkriegen. Aber ich werde es immerhin eindämmen können. Boah. Oh, scheiße. Da ist Jones. Oh. Für mein englisches Team werde ich mir wahrscheinlich mal bald Walker holen. Der ist ja auf der Rechtsverteidigerposition richtig gut, eigentlich. Und ja. Ich meine, wir haben die Münzen ja, wir brauchen ja nicht geizig zu sein. Mata legt natürlich immer einen Verteidiger um, so muss das sein. Oh! Schade. Da wäre fast das 5-1 gewesen. Und vielleicht wäre es auch sinnvoll, wobei, ja, warte mal, für den Rechtsverteidiger haben wir ja jetzt 2 Stück, dass wir eventuell noch ein ZOM holen dann. Mal gucken, also 4-1-2-1-2 läuft da eigentlich ganz gut in der englischen Mannschaft. Jetzt haben wir auch sogar noch eine Systemformation mal gemacht, also Systemumstellung. Deswegen brauchen wir dann noch ein ZOM, falls unser Mata mal, sag ich mal, die Booster abgeht oder er keine Lust mehr hat auf Fußball zu spielen. Dass wir dann immer noch einen in der Hinterhand haben, den wir dann, sag ich mal, bringen können. Wobei der Mata gefällt mir natürlich sehr gut. Also der ist schon ein guter Spieler. Und er hat ja auch nicht umsonst eine 87er, ne? Also Bewertung. Also er kann gute Pässe spielen, so wie der hier, und da ist das 5:1 durch Moses. Das ist sehr schön. Sieht so aus, als hätte er.
Wie gesagt, wir gucken gleich mal, wo wir welche Leute holen müssen. War das Einwurf jetzt für mich? Jawohl. Was? Ups. Nee, das war jetzt Einwurf für ihn. Ja. Und dann schauen wir noch mal, was wir hier anstellen. Ah, schade. Der wäre eh, glaube ich, der Abseits gewesen. Also hätten wir uns da gar keine große Hoffnung machen. Weil unser Defoe war, glaube ich, ziemlich im Abseits. Ah, schade. Der wäre eigentlich fast gut gekommen und er wäre auch sogar durch gewesen, der Suarez. Aber leider fand, sage ich mal, fand er keine Anspielstation. Erstmal zurückspielen, jawohl, so ist richtig. Und dann, oh Scheiße. Oh, das war nicht gut. Nein, das war nicht gut. Ja. Stark gehalten. War auch kein schlechter Schuss. War aber auch kein guter Schuss. War so ein Mittelding. Ah ja, ich wollte schon sagen, mal. Schade, es wäre die exakte, perfekte Chance gewesen zum Kontern. Ja klar, pfeift er noch mitten in meinen Angriff ab, war das. Fünf eins gewonnen und dann oh, Moses und Suarez mit einer 9,7er Bewertung und der Juan Mata mit 1,8er. 572 Münzen. Das ist gut. Und jetzt haben wir schon zwei, 6 Punkte, 2 Punkte und 2 Spiele sind schon gespielt. Also 17.331 Münzen. Oh, das ist ja ziemlich viel, wa?